Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Nachdem wir in der letzten Episode den Kindskönig befreit haben aus seiner, ja, aus einer Art Gefangenschaft, kann man schon sagen, eine Versklavung, sind wir nun wieder zurück im Nora-Gebiet, zurück zu Hause, denn wir wollen zur Urmutter, dort wo wir geboren wurden. Und wir sehen, wenn wir mal auf der Karte gucken, hier war ja eigentlich alles friedlich. Das hier, genau dieses Gebiet hier, genau dieses Haupttor, dieses Tor hier, war das Gebiet, wo wir quasi das Tutorial verlassen haben. Und da war eigentlich alles friedlich. Und nichts voll mit Verderbern und anderem Gesindel. Ich weiß gar nicht, kann ich Verderber eigentlich inzwischen überbrücken? Irgendwie gerne versuchen. Aber es ist, glaube ich, keine gute Idee. Der ist echt sauer. Habe ich ihn nicht getroffen? Ja! Aua! Erstmal die ganzen Maschinenteile abschießen. Aua! Ah, jetzt bin ich auch noch geblendet von dem blöden Wächter. Die Nora haben sich hier zur Wehr gesetzt. Sie haben alles getan, um das Becken zu beschützen. Ja, aber alles war wohl nicht genug. Das hier ist Hades Zukunft. Metall und Asche. Ich glaube nicht, dass das schon Hades Zukunft ist. Also Hades Zukunft ist nochmal viel, viel schlimmer als das hier. Denn hier gibt es wenigstens noch irgendwas, was brennen kann. Ich glaube, dass die Zukunft nicht so aussehen wird. Die wird so aussehen, dass gar nichts mehr brennt. Oh Gott. Boah, Todbringer, wie geil. Ich könnte jetzt hier einen fetten Kampf auf mich nehmen, aber mache ich nicht. Wir wollen weiter zur Urmutter. Nicht das Ziel aus den Augen verlieren. So, schön ins Rückgrat. Es ist verwüstet. Das hier war jahrelang meine ganze Welt. Sie wurde innerhalb von Stunden zerstört. Ah, das ist schon schade. Vor allen Dingen, weil es nie wieder so sein wird, wie es war. Mutters Wege. Dem Erdboden gleichgemacht. Ich will gar nicht wissen, wie es zu Hause aussieht. Ist dort alles verwüstet? Lebt noch irgendjemand? Ich hoffe, dass irgendjemand überlebt hat. Schnellreisen ist übrigens hier nicht mehr möglich. Momentan. Jetzt hier, wo alles übernommen ist. Der alte Bunker. Hier hat alles angefangen. Was, wenn ich diesen Fokus nie gefunden hätte? Ja, das ist schon komisch, ne? Wenn unsere Geburt wirklich einen Sinn gehabt haben soll, angeblich. Das hat ja Silence so ausgedrückt, als hätte uns eine Maschine geboren, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Was ich irgendwie nicht glaube, noch ein weil Kampf. Noch eine Niederlage. Ihr Eclipse hat alles zerstört. Ja. Was wäre passiert, wenn ich diesen Fokus nie gefunden hätte? Was wäre passiert, wenn ich niemals diese Ruine betreten hätte? So viele Sachen sind passiert, die vielleicht nie passiert wären.
Haben die mich jetzt entdeckt? Ich glaube ja. Da kommt das schon. Oh, es sind zwei, super. Kann ich die verderben? Ich hab mein Verderbnis-Ding nicht da. Ich weiß nicht, ob ich die verderben kann. Suche Apertur! Komm zu mir. Ha, du bist gelähmt. Und jetzt bist du tot. Ich bin gar nicht hier. Oh, ein paar Klebeminchen an dich. Und das war's mit dir. Tschüss. Okay, jetzt kümmern wir uns um den menschlichen Abschaum. Was ist das schon? Nein, da sind sie. Okay. Oh, eine Reiseration, sehr schön. Habe ich mir noch vor dieser Episode einige hergestellt, weil wir nur noch so wenige hatten. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich nicht mehr viel habe. Nicht mehr viel Fleisch. Muss aber sowieso demnächst mal wieder ein bisschen Fleisch farmen gehen. Wir brauchen ja immer noch ein paar Munitionsbeutelchen. So. Ja, das sieht nicht so gut aus, als hätte ihr. Sieht nicht so aus, als hätte ihr irgendwas überlebt. Genauso wie ich es befürchtet habe. Was arbeitet denn da so? Klingt, als würde hier irgendwas abgebaut. Habe ich die richtigen Pfeile? Ah, egal, das Ding mache ich so schnell platt. Aua, aua, Verderbnis. Ja, ja, ey, Leute. Ja, mal nicht so rum. Nur ein bisschen Verderbnis. Nichts Schlimmes. Und viel schlimmer, wie es hier aussieht. Der ganze Tod. Es wird niemand mehr leben von unserem alten Volk. Na gut. Eigentlich ist es nicht traurig um die. Oh, tatsächlich, ein verdorbener Donnerkiefer. Die Überlebenden müssen sich im Berg verstecken. Wenn der Tunnel einstürzt, werden sie begraben. Und ich erreiche die Luke nie. Ein fucking verdorbener Donnerkiefer. Genau! Lass den Berg einstürzen! Das sind noch Überlebende von uns! Krieger! An Aloys Seite! Sona! Jetzt. Für Aloy! Für Val! Nein, bleibt oben! Bleibt doch in Deckung, ihr Idioten! Ich mach das alleine! Val und Sona, sie leben! Wo bin ich jetzt hier? Wie konnte ich mich auf einmal hochporten?
Gott, sie werden alle weggesprengt. Ungläubig und verdammt! Du wirst sterben! Oh Gott, Alter. Okay, den muss ich auf jeden Fall ausweichen. Die Kanone hat mich mal richtig überrascht gerade. Wie viel Schaden hat der bitte gemacht? Innerhalb von einer Sekunde war ich tot. Okay, da war ich zu geil auf... zu Damage geil. Ich habe die falschen Pfeile ausgerüstet. Die Verderbnis wird nicht siegen! Kann ich ihn nicht die Kanonen auch noch abschießen da vorne? Doch, kann ich. Die Göttin richte dich! Uiuiui, Laser. Okay. Kümmere ich mich erstmal um euch. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Der Dämon ist ja momentan relativ still. Jetzt muss ich mal schauen, was macht ihm denn Schaden. Erledigt es! Feuer mag er nicht. Oha. Und das mag ich nicht. Klar, der war gut ausgeholt, ey. Lieber Mann. Die Verderbnis wird nicht siegen! Einiges an Schaden, aber... Oh, war das hier? Komm schon. Erledigt es! Laser, weg da! Hässliche Munition mehr. Zurück in die verdorbene Erde, Dämon! Das war's, oder? Jawohl, das war's. Das war gar nicht mal so schwer, nur langwierig. Tarnungsgewebe, Handhabungsspule und eine Schockspule. Das Tarnungsgewebe finde ich wieder richtig nice. Oh, Leute, ich hoffe, ihr habt überlebt. Ihr solltet doch in Deckung bleiben. Ich bin hier, um euch zu helfen und nicht dafür, dass ihr jetzt in letzter Sekunde noch sterbt. Ich hätte das auch alleine geschafft. Ich bin fucking Aloy. Die Retterin der Menschheit. Also noch nicht, aber bald werde ich sein. Und hier weiß ja keiner außer mir, was hier in Wahrheit abgeht, dass Hades aktiviert ist und Hades nichts anderes ist als eine riesen Weltvernichtung, wenn man so möchte. Ein Reset. Okay, gleich habe ich alles gelootet, dann habe ich Zeit für euch. So, Leute. Aloy. Wahl, du lebst. Deine Taten wiederholen die alten Geschichten. Noch ein Metallteufel, der auf den Berghängen vernichtet wird. Wärst du nicht zurückgekehrt, der Stamm wäre verloren gewesen. Du hast uns gerettet. Du hast geschafft, was sonst niemand konnte. Schön, dass es dir gut geht, Wahl. Dir geht's doch gut. Seit der Erprobung. So viel Tod.
Ist das Töten vorbei? Im Moment aber. Das war nur ein Kampfwal. Es kommen noch mehr. Ich verstehe. Solange du uns im Kampf unterstützt, werden wir es schon schaffen. Wie viele haben den Angriff überlebt? Fast alle Stammmütter und viele Familien, Göttin sei Dank. Aber Krieger? Nur ein paar. Die meisten sind verwundet. Niemals zuvor hat ein Feind unser Volk so sehr ins Herz getroffen. Sogar die Kharja sind bei ihren Raubzügen niemals ins Becken hineingelangt. Tja, dieser Feind ist zwar hineingekommen, aber nicht wieder hinaus. Wir sorgten dafür. Erzähl mir von dem Angriff. Was ist passiert? Sie kamen von Osten. Unsere Wachposten sahen, wie sie anrückten. Sagten, sie marschierten mit Todbringern und Verderbern und anderen Maschinen, alle verrückt. Wir stellten uns auf, empfingen sie mit einem Pfeilhagel. Manche fielen, aber längst nicht genug. Schließlich zogen wir uns zu den Toren zurück, zur Verteidigung. Doch es waren zu viele. Wer überlebte, floh zum Berg zurück. Ah, die Maschinen sind das Zünglein an der Waage. Die Überlebenden suchten also Schutz im Berg? Aber es dürfen ihn doch nur Stammmütter betreten. Tirsa brach das Tabu. Sie befahl dem Stamm im Berg Schutz zu suchen. Lansra, sie wollte das nicht. Aber ich glaube, sie hat niemand gehört bei dem Kampfgeschrei. Tirsas Entscheidung war richtig. Gut für sie. Der gesunde Menschenverstand hat sich durchgesetzt. Ja, Tirsa war die Einzige, die immer nett zu uns war. Bist du schwer verletzt? Bleibt kein Knochen. Lang gebrochen. Sing mir kein Jägerlied vor, Val. Bist du okay? Mir tut alles weh. Aber am Kämpfen wird's mich nicht hindern. Ich muss in den Berg hineingehen. Die Stammmütter werden dich sehen wollen. Bestimmt. Aber dafür bin ich nicht hier. Dann, wofür? Du wirst sehen. Ja. Wir wollen die Tür öffnen. Und dann werden alle wissen, wer wir sind. Die Retterin der Menschheit. Ich will hier gerade mal was schauen. Ist das hier? Ach, wir gehen erstmal in den Berg hinein. Ah, hier sind noch ein paar Krieger, die überlebt haben, aber viele verwundet. Hey Leute, genau wie Val sagte. Du bist zurück. Tep? Urmutter, hilf mir, weise und besonnen zu handeln. Lass mich nicht. Na? Hey Leute, du bist wieder da. Die Sucherin ist zurückgekehrt. Komm, sprich mit uns. Du Narrin, du heißt einen Fluch willkommen. Komm, Sucherin, wir haben viel zu bereden. Dass sie hier ist, ist bereits Blasphemie. Also, bist du nun zurückgekehrt? Pff, nicht nur zurückgekehrt. Sie hat sich dafür durch viele Feinde kämpfen müssen. Draußen hat sie eigenhändig einen Donnerkiefer erledigt. Sie hat uns gerettet. Wie konnte sie das denn? Durch den Willen der Urmutter. Bist du hier, um mit der Göttin zu sprechen, Aloy? Ja, könnte man so sagen. Ich glaube, diesmal klappt es. Schwestern, das dürfen wir nicht erlauben. Ihretwegen steht unser Stamm kurz vor dem Aussterben. Was, wenn sie ihren Vater wecken will, den Metallteufel? Sie wird uns alle dadurch vernichten. Wir müssen sie aufhalten. Lansra, es ist vorbei. Du musst mich durchlassen. Ich tu dir nichts. Seit meiner Erprobung habe ich erkannt, dass vieles auf der Welt weitaus böser ist als du. Endlich. Identiscan wird durchgeführt. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Korrektur. Alpha Registry wiederhergestellt. Genetische Identität bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Na, da guckt ihr was.
Kniet nieder. Abschaum. Außer du, du bist nett. Jetzt bloß nicht stolpern, das wäre peinlich. Eluthia, Zelle 9. Ich dachte es mir. Das heißt, wir befinden uns hier in einem... Du bist also drin. Ja. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Wir befinden uns hier also in einem... einer Brutkammer für Menschen. Und hier bin ich bestimmt geboren. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Ja, ja. Du Arsch. Okay, wir schauen uns erstmal hier um. Das sind die ganzen Brutkästen. Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Kammer B101. Wo haben wir es denn? Ach, da. Geburt protokolliert. Bla bla. Wartezustand. Das heißt, da ist noch jemand drin? Station. G-Station E9B1. Aufgabenzuteilung, Ereignisphase, Erzeugungsphase abgeschlossen. Partielle Reaktivierung. Wartezustand. Warnung. Entwicklungsfähige Zygoten in Speicher gleich 0. Also hier sind keine Babys mehr drin. Es sieht aus wie bei Matrix. Ah, keine künstlichen... Oder ich weiß nicht, was ein Zygot ist, ehrlich gesagt. Ich bin kein Biologe. Aber scheinbar ist das quasi sowas wie... die Munition, die man braucht, um Menschen herzustellen. Das sieht aus wie... Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Die... Kinderkrippe. Aufgabenzuteilung, Aufzuchtsphase abgeschlossen. Nährstoffspeicher leer. Dinger. Die Multiservitoren. Sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Hier muss noch irgendwo eine Datei liegen. Wenn ich mich nicht irre. Hier. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. 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 Zur Zeit! Oh Gott. Sind ja genauso schlimm wie echte Kinder. Aber sind die echt? Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt. Krass, die Kinder haben hier den... ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter. Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin. Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde!
Ja. Das hat nicht so gut geklappt, was? Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und hier sie kommen. Haben sie geliebt? Oh. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Ja, bis sie rebelliert haben scheinbar. Kindergarten. Hier ist eine Datei, die habe ich irgendwie übersehen, scheinbar. Nährstoffspeicher leer. Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier und schlafe und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer und werdet lernen. Hm. Ah, sie haben keine Nahrung mehr gehabt, genau wie ich gesagt habe. Dann mussten sie den Puff hier aufmachen. Früher oder später war es ja klar, das müsste passieren. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde. Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch. Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Ja, vielleicht werde ich es herausfinden. Hier muss noch irgendwo was liegen. Das ist ein bisschen komisch, dass hier die eine Datei übersprungen ist im... Hier wirklich nichts mehr rum? Ich sehe nichts mehr. Komisch. Okay, dann gehen wir weiter. Wie sieht es denn aus auf der Karte? Wo bin ich? Muss ich da hinten durch die Tür, was? Wo sich die Jugendliche Diese hier Tür gewaltsam zu verschaffen wollte? Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie sie gehasst. Aber warum nicht? Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Das heißt, die Kinder durften nie lernen, oder was? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Eben, wieso wurden die Kinder nie zugelassen? Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an euren Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Dann, Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um die Rettung der Welt. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Dann
Okay, da kommt überall das Gleiche. Apollo offline. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Ja, hier ist nie jemand gewesen. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas Spannendes finde. Ja, ich hoffe, wir finden noch raus, warum Apollo hier nicht geöffnet hat. Was hier genau schiefgelaufen ist, würde mich sehr interessieren. Warum wurden die Kinder nie zugelassen zur Schule? Warum durften sie nie etwas lernen über die alte Welt? Liebe Leute, die Zeit ist schon wieder rum. Das erfahren wir alles in der nächsten Episode, hoffe ich zumindest. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, hier bei Horizon Zero Dawn. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Silent. Headshot.